Ob ich von der Tradition beeinflusst bin, kann ich nicht so eindeutig sagen. Aber natürlich lebe ich schon mein ganzes Leben in Tokio. Also hat mein Lebensstil hier sicherlich Einfluss auf meine Arbeit. Dieses Gebäude besitzt auch einen großen, säulengetragenen Eingangsbereich, der es mit der Stadt verbindet. Das Gebäude ist so offen, dass man in keiner Wohnung den Eindruck hat, man selbst befinde sich ganz am Ende oder auf der Rückseite. Die Mitte ist überall. Das erste große Konzept ist, es sind dort mehrere Kuben unsystematisch angeordnet. Es handelt sich aber weniger um eine Kombination einzelner Wohnungen als um eine Kombination auf Zimmerebene. Einzelne Zimmer werden zu Wohnungen zusammengesetzt, die wie hier aus einem, zwei oder mehreren Kuben bestehen. Manchmal sind sie auch vertikal verbunden. Durch diese zufälligen Verknüpfungen entsteht eine Wohnung. Diese Kombination ist eines der Hauptmerkmale. Durch die Verknüpfung dieser verstreuten Kuben entsteht eine Wohnung. Das ist das Konzept. Das kann ein einzelner sein oder auch zwei oder drei. Deshalb sind alle Wohnungen völlig verschieden voneinander. Und die Ecken sind alle rund. Indem man sie rund macht, kann der Wind strömen und das Licht fällt herein. Überall gibt es Licht und die Luft gelangt überall hin. Hinzu kommt die Aussicht. Man hat freien Blick in alle Richtungen. Während man bei einem gewöhnlichen, langgezogenen Mehrfamilienhaus nur den Blick in eine Richtung hat, kann man hier die Aussicht nach allen Seiten genießen. Die Luft kann durchströmen, es fällt Licht herein und auch die Menschen bewegen sich frei.